Leute, wir sind zurück. Pokémon Karmesin, die indigo-blaue Scheibe. Wir sind hier in Höhlensystem 0 stehen geblieben. Der gute Jo hat Terrapagos gefangen und wir werden uns jetzt auf ein Match mit ihm einlassen. Wir reden nochmal schnell mit den anderen beiden, dann geht's los. Ist das wirklich eine gute Idee, dieses Pokémon gleich hier kämpfen zu lassen? Wir kennen es doch noch gar nicht. Ich glaube, dass das keine gute Idee ist, aber ja. Na, ich bin so gespannt. Ich muss die Kräfte von Terrapagos einfach mit eigenen Augen sehen. Okay, dann los. Bist du bereit? Ja. Gut, auf Position. Mach dich auf was gefasst. Dieses Mal gewinne ich, Trainer. Pokémon-Trainer Io fordert uns heraus. Los, Terrapagos, zeig Trainer, was in dir steckt. Okay, Terrapagos hat sich verwandelt. Wir werden auch. Das ist also die wahre Gestalt des Schatzes. So, muss ich einfach gewinnen. Wir werden natürlich auch Terra kristallisieren, wollte ich sagen. Oh, die Wechselwirkung zwischen den Typen wird verzerrt. Chillig. Das hätte ich nicht gedacht. Let's go. Das macht gar nichts, ne? Oh, Kacke. Das war ein Crit, Alter, wohlgemerkt. Was? Auch noch ein Volltreffer? So viel Glück kann man doch nur als Märchenheld haben. Gut, dann Nachthieb. Da kommt der Zen-Kopfstoß. Ich hoffe, wir kritten mit dem Nachthieb nochmal. Tja, Zen-Kopf kann missen, Brudi, Alter. Nein, das kann nicht seine ganze Kraft sein. Vielleicht stimmen die Voraussetzungen nicht. Setzen wir mal einen Top-Trank ein, wir haben mal genug. Alter, er haut gut rein, Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn der uns krittet, sind wir halt tot, ne? Jetzt lasse ich es drauf ankommen. Yes. Warum? Mit Terrapagos, mit dem Schatz von Zone 0, hätte ich doch... Hätte er mich nicht stärker machen sollen? Hätte ich damit nicht gegen Trainer gewinnen müssen? Hey, Jo, beruhig dich mal, du. Er hat recht, irgendwas stimmt da nicht. Es hat viel zu wenig Terrakristallenergie ausgestrahlt. Hinzu kommt, dass sein Aussehen gar nicht der Abbildung im Karmesinbuch entspricht. Also ist Terrapagos doch nicht der Schatz von Zone 0? Doch, da bin ich mir sicher. Hm. Vielleicht muss erst eine bestimmte Bedingung erfüllt werden, damit es sich als Schatz offenbart. Aber ja, Terrapagos ist die Verkörperung der Terrakristallenergie. Jo, lass Terrapagos terrakristallisieren. Im Einklang mit der Energie des Terrakristallorbs. Ja, so wird der Schatz bestimmt in seiner wahren Form erstrahlen. Alles klar.
Ich wusste es. Das Karmesinbuch hatte recht. Terrapagos in seiner vollständig erwachten Form. Das ist er, der wahre Schatz von Zone 0. Das ist gar nicht gut. Jo, hol es lieber wieder in seinen Ball zurück. Oh, okay. Komm zurück, Terrapagos. Was? Es lässt sich nicht zurückrufen, aber wie? Okay, es geht los. Seine Energie gerät außer Kontrolle. Wenn das so weitergeht, wird es gefährlich. Es tut mir leid, Kinder, aber bitte haltet Terrapagos auf. Jo, jetzt komm schon, wir müssen irgendwas wegen Terrapagos tun. Du auch. Das kann nicht sein. Ich wollte nicht. Ist das alles meine Schuld? Wir können nicht Terra kristallisieren. Oh, das ist so ätzend. Let's go. Alter, wir machen gar nichts, weil das war ein Crit, ne? Eine Barriere, die Schaden reduziert. Vielleicht hilft es, wenn ihr eure Pokémon Terra kristallisiert. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Oh, Brudi, Alter. Ich kann nicht. Greife noch einmal an, um ihn vollständig... okay, nice. Ja, das können wir jetzt gerade vergessen. Oh, Kacke, Alter. Hier geht's ja richtig ab, Brudi. Oh, das ballert aber auch rein, ne? Und ich kann nur meine Pokémon heilen. Ah, mein Vater Lidischer wurde besiegt. Das darf doch nicht. Terrapagos ist viel zu stark. Jetzt schlag mit der Terrakristallisierung zurück. Ich muss wohl, ne? Na komm. Terra. Alles klar. Was? No! Es hat meine Terrakristallisierung auf. Was? Was? Es hat Terrakristallenergie absorbiert? Schon wieder diese mächtige Barriere. Hat es sie mit Hilfe der absorbierten Energie errichtet? Jo, jetzt kämpf doch endlich auch mal mit. Trainer strengt sich hier ganz alleine an. Ich kann nicht. Ich bin nutzlos.
Ja, du bist gerade wirklich nutzlos, Alter. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass wir bei die Indigo-Blaue Scheibe noch jetzt so einen Kampf hier, so einen richtigen Bosskampf hier haben. Das ist richtig cool. Oh, das ballert rein. Es bringt gar nichts, mit Neli hier drinnen zu bleiben. Weil der Schaden nicht mehr aufgeteilt wird. Hier überleben wir wenigstens etwas. Jetzt ist die Frage, ist das ein physischer oder ein anderer Move? Aber wir outspeeden nicht, das ist schlecht. Nee, ich muss einen Top-Trank opfern. So, jetzt werden wir herausfinden, ob der Lichtschild wirkt oder der Reflektor. Der Lichtschild, okay. Psychokinese. Okay, einmal muss ich noch angreifen. Da müssen wir aber auch rauswechseln, da Psychokinese nicht sehr effektiv ist. Ja, jetzt, Trainer. Lass dein Pokémon erneut terrakristallisieren. Ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich werde jetzt erstmal heilen, Alter. Sonst verrecken wir nämlich gleich schön. Das muss nicht sein. Kann der halt nur Terra-Sternhagel? Das würde mich jetzt mal interessieren. Der Lichtschild hört schon auf zu wirken. Das ist schlecht. Jetzt muss ich nämlich leider nochmal eine Runde für Zytomega opfern, bevor ich dann mit Neli reinswitchen kann. So, jetzt kann ich Neli nochmal heilen und dann können wir switchen. Los geht's. Der Crit hat gesessen, Alter. Der hätte jetzt nicht sein dürfen. Alter, Brudi! Kannst du aufhören zu critten oder was?
Ja, jetzt hilft uns das leider nicht. Ich versuche einfach mal ein X-Spezialverteidigung. Der X-Spätz, der hat geholfen, sehr gut. Der ist echt stark. Hätten wir X-Spezialverteidigung, ich wüsste jetzt nicht, wie wir den besiegen sollten. Solange er halt nicht crittet, ist alles gut. So, heilen wir nochmal, weil wenn ein Crit kommt, sind wir tot. Und dann können wir angreifen. Endlich. So, dann nochmal raushauen hier. Jetzt ist es leider sehr effektiv. Nachthieb. Tja, jetzt saugt es wieder unsere Terra-Kristall-Energie auf. Du dämlicher Lappen, Alter. Es hat die Energie schon wieder absorbiert. Das kann doch nicht immer so weitergehen. Jo, Trainer steckt in der Klemme. Komm schon, du musst was tun. Aber ich... Nein, ich kann nicht. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Kämpfen wir gemeinsam. Na, endlich! Yes, Brudi! Typ Wasser oder Eis? Typ Eis. Oh! Trainer, also, na gut, ich kämpfe mit. Mensch, du hast dir echt Zeit gelassen. Jetzt liegt's an euch beiden. Los, tut was! Er ist Typ Eis, das wird ganz ekelhaft werden. Oh, nö. Jetzt habe ich mich völlig umsonst verstärkt, Alter. Die Init von Terra Pagos Link, das ist gut. Oh ne, er ist Typ Wasser. Ich kann noch nicht Terra kristallisieren, aber Moment mal. Ja, wegen der scheiß Cutscene wurde mein Spätz, der Pferd, einfach zurückgesetzt. Oh no! Was? Wieso?
Ich kann doch nichts dafür. Oh, Mann. Ja, das bringt mir gar nichts, Brudi, wenn du mein Spätzlepferd nicht erhöhst. Ich muss leider noch einmal angreifen. Das ist unglaublich nervig. Ich wollte gerade mich selbst angreifen, ne? Warum auch immer, lol. Dieser Terra-Sternhagel-Angriff geht mir so auf den Sack, Alter. Das ist so furchtbar. Aber... trotzdem, der Kampf ist super geil, Alter. Genau so wünsche ich mir Pokémon halt. Nicht andauernd nur Trainerkämpfe und Arenen, sondern meine richtige Geschichte. Also die DLCs sind wirklich, wirklich gut. Also auf jeden Fall die Indigo-blaue Scheibe. Anscheinend ist es nun nicht mehr imstande, Energie zu absorbieren oder eine Barriere zu erzeugen. Das ist die Gelegenheit. Los, ihr beiden, macht es fertig. Ihr habt meine Erlaubnis. Ich versuche es einfach. Und besiegt. Jetzt lässt es sich vielleicht in einen Ball buxieren. Bei dir wird es sicher funktionieren. Du schaffst das. Aber was für einen Ball wollen wir ihm geben? Wir haben keinen Pass, keinen richtig passenden Ball. Ein schön blauer Ball, der Tauchball, den würden wir dann nehmen. Los geht's. Ist es vorbei? Sind alle unversehrt? Ja, Sie auch, Miss Brianna? Ja, mir ist nichts passiert. Meinetwegen wurdet ihr solch einer Gefahr ausgesetzt. Es tut mir unendlich leid. Das sollte es auch. Sie sind so besessen von ihrem Terrakristallkram, dass sie komplett vergessen haben, sich wie eine Erwachsene zu benehmen. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Du hast vollkommen recht. Ich hab's auch verbockt. Die ganze Zeit habe ich dich bewundert, Trainer. Ich habe davon geträumt, genauso zu werden wie du. Aber ich war zu besessen davon. Ich werde es nie schaffen, das ist mir jetzt klar geworden. Endlich kann ich aufgeben. Das ist nicht wahr. Aber ich... Jo, ist endlich wieder normal. Mensch, du bist aber auch ein kleiner Dummkopf, Bruderherz. Immerhin bist du endlich ehrlich.
Das Ganze muss euch große Angst eingejagt haben. Aber ihr alle habt so hell gestrahlt wie ein Terrakristall. Und es ist uns sogar gelungen, Terrapagos zu fangen, auch wenn das am Ende dann doch Trainer übernehmen musste. Jedenfalls sind unsere Untersuchungen in Zone 0 damit abgeschlossen. Lasst uns zur Blaubeerakademie zurückkehren. Ah, endlich wieder daheim. Ich sollte Signora Sagaria Bescheid geben oder soll ich zuerst den Verlag kontaktieren? Trainer, ich habe den Leuten aus der Liga AG eine Menge Ärger bereitet. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Und bei dir auch, Trainer. Es tut mir leid. Meinst du, könnten wir nochmal bei Null anfangen? Und wieder Freunde werden? Hey! Was trödelt ihr zwei so rum? Dies ist ein Aufruf an die folgende Schülerin. Trainer von der Orangenakademie. Miss Brianna bittet darum, dass du sie im Klassenzimmer der 1-4 aufsuchst. Sie hat wichtige Neuigkeiten bezüglich der Terrakristallisierung, die sie mit ihr teilen möchte. Leute, die Credits haben eben gespielt. Die seht ihr aber noch nicht, weil es geht noch ein bisschen weiter und die Credits möchte ich erst wirklich vom Ende die indigo-blaue Scheibe machen. Die Hauptstory von Indigo Blaue Scheiben haben wir gemacht, aber es gibt noch einen Epilog, den werden wir auch noch spielen. Ich werde den Part an der Stelle aber beenden, deswegen habt ihr auch noch kein Fazit gehört. Kommt alles noch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like das Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.